EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Schweizer Sagen und Heldengeschichten. Heute der Alpsegen. In den Alpenländern der Schweiz war es früher ein viel verbreiteter Brauch, am Abend in die eindämmernde Nacht hinaus den Alpsegen zu rufen. Vielerorts rief man ihn durch eine Art Holztrichter, die Volle geheißen, und mancherorts hielt man nur beide Hände an den Mund und rief ihn also über die Weiden. Aber auf einigen Alpen sang man den Segen in einer schwermütigen Weise und blies dazu wohl auch das Alphorn. Also hielten die Sennen und Hirten die bösen Mächte, die auf den entlegensten Bergweiden ihr Unwesen trieben, besonders die heimtückischen Butzen, von sich und ihrem Vieh ab. Soweit der Schall des Alpsegens reichte, hatte das Böse keine Gewalt. Vor langer, langer Zeit hatte der Senn von Gredetsch im Walliser Alpenland den Alpsegen zu singen vergessen. Weil er sehr ermüdet war, hatte er sich ohne weiteres auf die Nisten ins Wildheu gelegt und war fast am Einschlafen. Da hörte er plötzlich das Läuten und Schellen seines Sentens. Es war gerade, als zöge eine große Viehherde auf einmal über die Alpenweiden auf und fort. Immer ferner schallten und klopften die vielstimmigen Kuhschellen. Flink sprang der Senn auf und machte sich vom Gelager ins Freie. Aber schon hörte er das Läuten nur noch wie ein fernes Klingeln. Jetzt erschrak er, denn es kam ihm in den Sinn, dass er vergessen hatte, den Alpsegen zu singen. Also hatte ihm gewiß ein tückischer Alpbutzen das Vieh über Berg und Tal entführt. Es war höchste Zeit, dass er handelte, sonst verlor er sein schönes Senten. Geschwind stellte er sich bei der Hütte unter einen Lärchenbaum und rief aus Leibeskräften »Bläschichu, loba loba«. Auf diesen Aufruf war das Vieh festgebannt. Und dann rief er nochmals mit mächtiger Stimme »Zurück, wo du sie genommen«. Nun war es sonderbar. Erst hörte er nur ein leises Klingeln und Summen, und dann ward allmählich ein fernes Schellen daraus. Aber immer mehr schwoll es an, immer deutlicher wurde es, und auf einmal läutete das ganze Senden wieder über die Weiden daher, und jetzt kamen die verlaufenen Kühe in den Staffel. So hatte er seine ganze Herde wieder beisammen. An dem Lärchenbaum aber ließ der Senn das Bild der Mutter Gottes anbringen, das dann völlig in den Baum einwuchs und also einen lebendigen Rahmen hatte. Heute noch wird da und dort auf den Alpen der Alpsegen gesungen. Einer der schönsten ist wohl der Alpsegen des Hochtales von Engelberg im Oberwaldner Land. Er wird allabendlich feierlich durch eine Volle gesungen und lautet: »O lobet zu loben, in Gottes Namen lobet, Gott und der heilige St. Antoni und Wendel und der vielseitige Landesvater Bruder Klaus, die wollen heut Nacht auf dieser Alp die Liebherberg halten. Das ist das Wort, das weiß der Liebgott wohl. Hier über dieser Alp steht ein goldiger Thron. Drin wohnet Gott und Maria mit ihrem allerliebsten Sohn und ist mit vielen Gnaden übergossen und hat die ganz heilig Dreifaltigkeit unter ihrem Herzen verschlossen. Das eint ist Gott, der Vater, das andere ist Gott, der Sohn, und das dritt ist Gott, der liebheilig Geist. Ave, Ave, Ave Maria. Amen.« EA Pop Productions.